Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir wollen heute Sully weitermachen und ich hoffe wirklich inständig, dass der noch nicht im Bettchen ist. Okay, sein Kumpel ist noch wach, aber wo ist Sully? Den sehe ich nämlich jetzt gerade gar nicht. Ist der wieder irgendwo am Essen? Nein, ist er nicht. Ist der jetzt auf eine andere Karte weggezogen oder was? Sully? Hallo? Moment, Mini, Dagobert, Daisy und der, das ist er auch nicht. Wo ist er hin? Ich will doch nur meine Quest machen. Sully, warum bist du weg? Wo bist du? Sully möchte irgendwie nicht gefunden werden. Es ist mal wieder das gleiche Problem, wie wir schon mal öfter haben. Och, er ist bei sich zu Hause. Mein Gott, kann man das nicht irgendwie vorher rausfinden? Okay, fühlt sich offenbar wohl zu Hause. Dann werden wir ihn noch mal besuchen. Ach stimmt, das haben wir noch gar nicht aufgenommen, wie es hier drin aussieht. Ja, hallo ihr beiden. Hi. So sieht es hier drin aus. Man kann es leider nicht sehen, weil man die Türen immer wieder im Weg hat. Aber so sieht es hier drin aus. Ja, mach es. Mach es, Sully. Einmal für mich. Komm. Es tut mir leid, ich finde das immer noch so geil. Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Es tut mir leid, Sully. Es tut mir wirklich leid. Hi, Gameplayerin. Ich habe eine Idee für das Dorf. Hast du etwas Zeit zum Reden? Ja, klar, schieß los. Also, Mike hat anscheinend auch genug Zeit zu reden. Kannst du mal ein bisschen leiser sein, Mike, bitte? Also, erstens, Dreamlight Valley ist fantastisch. Was du hier aufgebaut hast, ist großartig. Und ich glaube, ich habe eine Idee, die es noch besser machen könnte. Schön, dass es dir gefällt. Ich sehe, dass du eine Menge Arbeit investiert hast, aber du sollst nicht der Einzige sein, die das tut. Ich möchte andere Dorfbewohner dazu ermutigen, sich stärker an Verbesserungen im Tal zu beteiligen. Okay, woran denkst du da? Mikey zusammenschlagen, damit er endlich mal die Klappe hält zum Beispiel? In der Monster AG gibt es die Auszeichnung Scherzer des Monats. Ich habe mir gedacht, dass es hier auch einen Preis für den Dorfbewohner des Monats geben könnte. Die Leute würden gewinnen, wenn sie echte positive Veränderungen für das Tal bewirken. Was meinst du? Das ist eine tolle Idee. Ich bin bereit, das auszuprobieren. Ja? Toll, ich habe nämlich schon angefangen, es zu organisieren. Okay. Drei Dorfbewohner haben mir erzählt, dass sie Ideen für eigene Projekte haben. Mike, Ursula und Donald. Wirklich? Was sind ihre Projekte? Ich weiß es noch nicht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ein unparteiischer Richter sein will. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Könntest du mal nach ihnen sehen? Vielleicht kannst du ihnen helfen, wenn sie etwas brauchen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um zu sehen, ob es funktioniert. Ja, ich schaue mir die Projekte von Ursula, Donald und Mike an. Super, danke Gameplayerin. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, kann man vielleicht mit dem reden, ohne dass Mike im Hintergrund die ganze Zeit am... Boah. Komm, lass uns mal abhängen, du folgst mir jetzt. Also, normalerweise mag ich das ja, wenn man so durch die Gegend läuft und die reden einen dann mal, sprechen einen dann mal an oder so, aber wenn die ganze Zeit im Hintergrund brabbeln... Oh. Ja, dich meine ich, Mikey, genau. Glotzkowski, das passt jetzt sehr. Gut. Hey, Gameplayerin, bist du die tolle Assistentin, die Sully mir versprochen hat? Ja, ich bin da, um zu helfen. Toll, nicht, dass ich es nötig hätte. Aha. Ich bin ein sicherer Kandidat für die Wahl zum Dorfbewohner des Monats. Nach all den Jahren, in denen ich Sully trainiert und ihn aufgebaut habe, weiß ich, was er zu schätzen weiß. Es steht außer Frage, dass ich den Titel bekomme. Ich weiß genau, wie ich ihn daran erinnern kann, dass ich der klare Sieger bin. Wir werden sein Lieblingsessen für das ganze Dorf kochen. Mischmasch à la Monstropolis. Was ist das? Nur das beste Gericht aller Zeiten. Es ist perfekt nach einem langen Tag, an dem du unermüdlich für, sagen wir mal, einen großen Energiekonzern gearbeitet hast. Und damit es großartig wird, brauchen wir frische Zutaten. Lass mich raten, ich muss das dann auch wieder vorher geerntet haben. Welche Arten von Zutaten?
jeder Art. Oh. Das Beste am Mischmasch à la Mostropolis ist, dass es zu allen passt. Je vielfältiger, desto besser. Ich besorge dir ein paar frische Zutaten aus dem ganzen Tal. Sagen wir Karotten, Mais und Paprika. Oh Mann! Ich hätte mein Sonnenmonokel tragen sollen. Okay, das ist dann schon mal die erste aktive Aufgabe. Was machst du denn hier? Bist du hier im Tanzen? Oh jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich auch nicht mehr raus hier. Okay, also, er braucht 2 Karotten, 2 Mais, 2 Paprika. Aber bitte so. Oh, ich habe was vergessen hier aufzustellen, fällt mir gerade. Fällt mir gerade ein. Oh, Leute, habe ich hier noch Platz irgendwo? Ganz am Anfang ist noch ein bisschen Platz. Das wird wahrscheinlich größer sein. Ah, ist das doof. Ah, das müssen wir mal kurz gucken, ob ich das eventuell mit reinbringen kann. Ich habe mir extra diese Mad Tea Party geholt, weil ich die so geil fand. Problematisch wird es jetzt natürlich, dass wir dann dadurch das Haus ein bisschen versetzen müssten. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt problematisch in dem Sinne. So, Moment. Ach, ja, mach es doch einfach. Dann nimmst du das weg. Das mit dem Verschieben, das ist irgendwie scheinbar nicht so eine gute Sache. So, Moment. Das müssen wir mal eben ganz kurz machen. Es tut mir wirklich leid. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, ich bin sofort wieder für euch da. Aber nein, das machen wir jetzt heute nicht, sondern wir werden uns jetzt heute mal gemeinsam damit beschäftigen. Ich muss jetzt hier noch eben ein paar Sachen zur Seite stellen, die hier im Weg stehen. Vielleicht auch nochmal das so ein bisschen, in der Hoffnung, dass das jetzt gleich passt. Ich denke mal, ich muss die Wagen dann auch da wegstellen. Ah ja, okay, das ist ein bisschen kleiner, das ist aber okay. Da müsste ich, ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Moment, da müsste ich den Wagen hier so ein bisschen, obwohl das ist ein großer. Machen wir den hier so an den Eingang ran. Das so ein bisschen nach hier. Und das stellen wir dann so relativ weit nach vorne, dass man dann auch da reingehen kann. Ah, ist das schön. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ah, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein Bild von machen und dann auf die Pinterest-Seite hochladen. Es tut mir wirklich leid, ich habe im Moment so wenig Zeit, um irgendwas bei Pinterest hochzuladen, aber ich muss das echt mal nachholen. Gerade jetzt wieder so Screenshots hier von Disney Dreamlight Valley. Da fehlen ja auch wieder einige von. So, was habe ich jetzt gesagt? Karotten, Mais und Paprika. Pflanze und Ernte etwas. Ja, kein Thema. Karotten, Mais und Paprika. Nehmen wir hier erstmal 2. Obwohl. Ja doch, ich muss 2 pflanzen, ne? Jetzt ist die große Frage. Das sollte... Ist das jetzt der Mais oder das dann... Ach so, doch, man kann es sehen, ja. Ja, ja. Jetzt habe ich nämlich die 2. Das ist jetzt die Frage. Wir müssen es nur ernten. Das ist nämlich das, was ich jetzt wissen wollte. Wir müssen nicht... Okay. Ach ja, stimmt. Ich habe ihn ja auf Gartenarbeit getrimmt. Ist ja logisch. Dann kriegen wir natürlich noch was dazu. Gut, dann können wir das schon mal wieder wegtun. Dann 2 Karotten. Die sind irgendwie gar nicht hier. Ich habe keine Karotten angepflanzt. Oh mein Gott, nein. Ah doch, Moment, hier oben. Ah, die haben wir ja schon mal gebraucht. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Sally, geh doch mal weg da. So. So, Moment. 2 Stück brauche ich. Zack. Die machen wir wieder neu. Irgendwo hat er jetzt noch Karotten hingeworfen. Hier. Ja, toll. Hätten die jetzt auch gegolten? Ich weiß es nicht. Hätte man jetzt mal ausprobieren müssen. Aber gut. Ist ja auch egal. 2 Paprika. Moment. Paprika ist das hier, ne? Das heißt, die haben wir hier. Kriegen wir das mit einmal hin? Nee, natürlich wieder nicht. Moment, dann machen wir das. Ah, jetzt hätte ich es doch ausprobieren können. Sally, kannst du sowas nicht schneller machen? Dann hätte ich doch mal eben gucken können, ob das auch gilt. Wieso habe ich... Ja doch, ich habe doch Paprika. Es gilt nur nicht mehr als Quest, weil es schon abgeschlossen ist wahrscheinlich. So, Sally, ganz ehrlich, geh mir mal aus dem Weg. Ich möchte hier was anpflanzen. Du stehst da mit deinen dicken, großen Pranken drauf. Du machst mir mein ganzes Beet hier noch kaputt. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Mike? Hallo, Mike? Ach, da unten. Moment, porten wir uns mal eben hin.
Ich hätte Sully vielleicht nicht unbedingt mitnehmen sollen, aber ich habe Panik, dass der nachher ins Bett geht oder so, weil ich heute ausnahmsweise mal sehr spät aufnehme und ich da meine Aufgaben nicht mehr machen kann. Kann ich mir gut vorstellen. So, bitteschön. Du wolltest was Frisches haben. Was ist das? Frische Zutaten, genau wie du es wolltest. Aber wo sind die Gerüche? Wo sind die Klumpen? Das sieht überhaupt nicht aus wie das, was Remi mir gegeben hat. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Oh. Gute Idee. Aha. Ich muss über meine Dankesrede für den Dorfbewohner des Monats nachdenken. Das wird eine runde Sache. Okay. Ja. Von mir aus. Remi, nein, lauf doch nicht weg. Oh. Wie ich das hasse. Die rennen immer an einem vorbei. Wenn sie dann wirklich mal so ein Fahrt sind. Ich muss hier übrigens nochmal alles gießen, habe ich gerade gesehen. Hey, was kochen wir heute, Gameplayerin? Mike hat mich um frische Zutaten gebeten. Aber als ich sie ihm brachte, beschwerte er sich, dass sie nicht so waren wie die, die du ihm gegeben hast. Ich glaube, ich weiß, was falsch gelaufen ist. Ich achte immer darauf, dass jeder seine Gerichte etwas frischen Kompost enthält. Monstergaumen scheinen einen gewissen Verfall zu bevorzugen. Wenn ich also einen Mischmasch à la Monstropolis zubereite und bereits Karotten, Mais und Paprika habe, dann gib einfach etwas frischen Kompost zu dem Rezept hinzu und du hast es geschafft. Ja, ekelhaft, genau. Jeden das seine, nehme ich mal an. Ganz genau. Was für einen eine Delikatesse ist, ist für jemand anderen Müll. Wenn du etwas frischen Kompost brauchst, ich habe ihn gerade nach draußen gebracht, um den Boden anzureichern. Er sollte in der Nähe des Restaurants sein. Ich vermute alles, was Vielen Dank berührt. Für den Tipp. Nein, wir haben leider keine Zeit, Simba. Wir können leider nicht mit dir sprechen oder zuhören oder sonst was. Kann ich das so aufsammeln oder? Ja, doch. Reicht das? Hallo? Rund um das Restaurant? Reicht das nicht? Moment, ich mache mal hier mal ein bisschen Weg frei. Weil rund um das Restaurant heißt wahrscheinlich... Ja, ich wusste es. Dass es hier hinten wieder dazwischen gequetscht wird, wo keiner hinkommt so richtig. Okay, so. Ich finde, das sollte man auch irgendwie sperren. Dass wenn da nur eins frei ist, dass man gar nicht da hinkommt. Oder komme ich jetzt nicht hin? Ja, geil. Ah, doch. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich gleich nicht mehr raus. Ja, aber rund ums Restaurant heißt das dann nicht nur das eine... Ich kann es jetzt nicht sehen. Ah, nee, Moment. Koche zwei Schüssel. Ach so, wir haben zwei bekommen und wir sollen jetzt zwei Schüssel. Ja, okay, ich habe es verstanden. Es ist nur oben wieder so komisch verschoben. Ja, und was habe ich jetzt gesagt? Moment, wir hatten eine Karotte, wir hatten Paprika und Mais war es, glaube ich, ne? Karotte, Paprika und Mais. Oder haben wir das Rezept direkt? Ach so, haben wir direkt hier drin. Wunderbar, dann können wir das einfach auffüllen. Aber ich habe sogar noch gewusst. Seid stolz auf mich. Ja, und wie immer können wir leider nicht zweimal draufklicken. Ich weiß nicht, ob Disney das irgendwann nochmal einführen wird. Das wäre natürlich so viel geiler. Weil gerade wenn man wieder mal so eine Aufgabe hat für einen Sternenfahrt oder so, koche zehnmal das und das Rezept oder ein Rezept, das so und so ist. Ja, dann macht man halt zehnmal das gleiche Rezept und kann aber nicht draufdrücken, sondern muss halt immer das Rezept machen. Wieder weg, das Rezept machen, wieder neu machen. Das ist halt so eine Sache. Oh, Mike Lotzkowski, komm her. Du nicht weglaufen. Wir haben jetzt Großes vor. So, bitteschön. Ja, ich weiß, dass wir Großes vorhaben. Na, wie geht's? Aha. Danke, Gameplayerin. Ah. Es riecht köstlich, genau wie zu Hause. Wow. Jetzt muss ich das nur noch zu Sully bringen und ihn daran erinnern, wer hier die wertvollste Person im Dorf ist. Danach werde ich meine Dankesrede beenden. Tausend Dank, Gameplayerin. Bis bald. Danke, Leute. Ich bin noch den ganzen Abend hier. Und nicht vergessen, eurem Kellner Trinkgeld zu geben. Anscheinend will er das gar nicht wegbringen. Ich dachte, ich gucke mir das jetzt mal an, was er ihm sagt. Aber hat wohl nicht so wirklich Lust darauf. Wo ist denn jetzt hier Ursula schon wieder abgeblieben? Also, Donald ist da. Ursula ist hier. Danke, Leute. Ich bin die ist ja immer sehr schwer zu kriegen. Deswegen probieren wir es jetzt mal eben bei ihr. Ah, wo ist er? Er sitzt da hinten und nimmt ein Schlammbad. Hallöchen, Ursula. Hallo, Liebes. Backst du gerne im Stein rum? Ich weiß es ja nicht.
Ah, Fischlein, da bist du ja. Ich brauche eine Assistentin für Sullivans albernen kleinen Wettbewerb. Ich freue mich, dass du der Gemeinschaft helfen willst. Ah! Mein liebes, süßes Kind, du bist so unschuldig. Der große blaue Kerl ist im ganzen Tal herumgerannt und hat für seinen lächerlichen Wettbewerb geworben. Aber wenn ich gewinne, ist das kostenlose Werbung. Und das Einzige, was ich tun muss, ist einen Haufen Dorfbewohner zu beeindrucken. Das ist so, als würde man einem Baby Süßigkeiten klauen. Was stellst du dir vor? Das perfekte Geschenk ist eins meiner maßgeschneiderten Parfüms für ein paar auserwählte Dorfbewohner. Ich werde jedes Parfüm so mischen, dass es nach ihrer Lieblingsbeschäftigung im Tal riecht. Du musst mir das Parfüm besorgen, Fischlein. Was genau gehört in dein magisches Parfüm, Ursula? Mhm. Ein paar ausgewählte Zutaten. Sammle Algen, lila Hortensien, lila großblütige Bartfaden und leere Fläschchen. Ich brauche 3 Fläschchen des Parfüms, damit ich jedem Dorfbewohner seine spezielle Zutat hinzufügen kann. Bringe sie so schnell wie möglich zu mir. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Okay, haben wir alles da, bis auf die Algen. Kann ich die Algen überall eigentlich holen oder kann ich die Algen... worunter war denn das jetzt nochmal? Untersammeln? Da haben wir die rote Alge zumindest schon mal. Was ist das denn jetzt? Achso, das waren diese Anstecker, von denen ich immer noch nicht so genau weiß, wo ich die eigentlich herkriegen soll. Wobei, nee, stand hier nicht drin. Ich denke mal, dass das irgendwie mit dem Monsterreich zu tun hat. Ach nee, ich glaube irgendjemand... Genau das hier hatten wir nämlich gesehen. Wo du das findest, schillerner Strand und friedliche Wiese. Warum das hier nicht? Und da steht es dann doch wieder bei. Das weiß ich zwar auch nicht so genau. Das ist ein Rezept. Moment, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen verwirrt. Wenn ich da drauf gehe, lilane Anstecknadel, warum kommt denn da ein Rezept raus? Und bei der roten steht, ich kann es überall finden. Also ich muss echt mal privat gucken, ob ich die Dinger irgendwo finde. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wieso finde ich hier die... Achso, das sind die Herstellungsmaterialien. Ah, Moment. Zutaten, gilt das auch unter Zutaten? Natürlich nicht, weil es sind Algen. Geht das unter Fische? Ich will doch nur wissen, wo ich die genau herkriege. Das sind doch keine Fische. Nee, Gericht kann es auch nicht sein. Leute. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich guck mal eben, ob ich da an der Werkbank... Aber da kann man, glaube ich... Oder kommt man aus den roten Algen die blauen herstellen? Ich dachte umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade sowieso ein bisschen neben mir. Also ich bin immer noch nicht so ganz gesund und mit Nachdenken habe ich es gerade sowieso nicht so wirklich. Deswegen so... die kommt mir doch aus den roten herstellen, nicht andersrum. Okay, dann ist das natürlich schneller und einfacher. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, das reicht. 3 Stück von sollen wir von dem Parfüm herstellen. 3, zack. So, Ursula, nicht abhauen, beziehungsweise ich soll sie zu den folgenden Dorfbewohnern bringen. Ja, welche folgenden Dorfbewohner denn? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass sie da eben was drüber gesagt hat, aber ich war irgendwie gerade so happy, dass ich das jetzt hier alles... dass ich da nichts mehr suchen musste und weiß jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Sag mal, wo ist Ursula denn jetzt schon wieder? Ach, da. Oh, kann die mal an einer Stelle bleiben? So, Ursula, sitz Platz bei Fuß, warte auf mich, bin nicht so schnell. Man kann in diesem Spiel ja nicht laufen, also nicht schnell. Außer wenn man sich überessen hat, ja, ich weiß. Komm doch mal zu mir, ich kann dich so nicht ansprechen. Ursula, ja. Ich brauche deine Hilfe. Danke, Fischlein. Es ist schön, endlich eine zuverlässige Hilfe zu haben. So, ich muss nur noch jede einzelne Zutat mit dem Parfüm mischen. Hier. Wem soll ich sie geben? Ach, die hatte das doch noch nicht gesagt. Hatte sie das nicht eben? Naja, nee.
Einer ist für den Alten wichtig, Tuam Merlin. Jeder weiß, wie oft wir uns streiten. Wenn es so aussieht, als hätte ich unsere Streitigkeiten hinter uns gelassen, werden alle sehen, wie nachsichtig ich bin. Einer ist für Mike, damit er bei seinem Freund ein gutes Wort für mich einlegt. Und einer ist für Goofy. Jeder liebt diesen leichtgläubigen Trottel. Das ist nicht wirklich aufrichtig. Das ist niemand, Fischlein. Sind wir uns also, Merlin, Goofy, der gerade neben mir steht, bitteschön. Hast wirklich mal ein perfektes Timing heute. Hey, Gameplayerin. Sag mal, was ist das? Und warum riecht es so, als ob ich an einem sonnigen Nachmittag ein Picknick mit meinen besten Freunden auf einer friedlichen Wiese mache? Das ist ein Geschenk von Ursula. Und warte, ist deine Lieblingsbeschäftigung ein Picknick auf der friedlichen Wiese? Hui, ich glaube, das könnte sein. Und was ist mit dir? Ich mag es, aber es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Oh, ich wette, du hast viele Lieblingsbeschäftigungen. Du musst dich nicht entscheiden. Wir sehen uns. Ja, ich hätte jetzt ehrlich gesagt persönlich auch gedacht, dass seine Lieblingsbeschäftigung Angeln ist, weil er das ja auch immer so, ne, kommuniziert hat, aber ja. Merlin, altes Haus. Achso, ja, stimmt, da ist ja jetzt dein Haus. Ich suche ihn immer noch an der alten Stelle, wo sein Haus früher gewesen ist. Moment, in welche Richtung laufe ich gerade? In die Richtung. Ach, du bist auch hier. Das ist gut. Dass ich ernten muss, ist schlecht. Ich wollte mit dir sprechen. Bitteschön. Na, wie geht's? Hey, was ist das? Ein Geschenk von Ursula. Es ist ein Parfüm, das nach deiner Lieblingssache in Dreamlight Valley riecht. Ja! Das klingt nach Bestechung. Oh, ja. Sie will wahrscheinlich, dass ich bei Sully ein gutes Wort einlege. Als ob du nicht dasselbe tun würdest. Ich würde nie... Aha. Hey, da könntest du recht haben. Mal sehen, wonach es riecht. Warte. Ist das der Duft des Applauses in einer bewundernden eines bewundernden Publikums nach einer Ein-Monster-Show? Das ist es. Wow, bedank dich bei ihr für mich. Bis bald. Okay. Merlin? Kann man dich ansprechen hinter den komischen vielen Büchern hier? Auch heute ist es irgendwie kompliziert. Und nicht vergessen, eurem Kellner Trinkgeld zu geben. Und das war's von meiner Seite. Und man darf den Leuten nicht in die Augen schauen. Was ist das, Gameplayerin? Ein Geschenk von Ursula. Sie hat dafür gesorgt, dass es nach deiner Lieblingssache im Tal riecht. Nun, danke, dass du es mir gegeben hast. Willst du es nicht öffnen? Nicht ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. ich weiß von nichts genau. Ja, das ist wahrscheinlich klug. In der Nähe von Hexen kann es nie schaden, vorsichtig zu sein. Besonders bei dieser Hexe. Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Ja, ich weiß. Ursula, bleib stehen. Ich komme sofort zu dir. Nein, lauf nicht weg. Schwimm nicht weg. Teleportiere dich nicht weg. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Hallo, Ursula? Nein. Ach, da hinten. Oh, wieder da hinten, wo ich sie wieder so schlecht ansprechen kann. Nein. Ich will keinen Samen pflanzen. Boah. Das geht mir auf die Nerven, dass man nicht einfach mit jemandem sprechen kann hier in der Ecke. Sprich sie doch an. Ja, die ganze Zeit E-Drücken funktioniert leider auch nicht. Nein, aufheben will ich auch nichts. Ich will mit Ursula sprechen. Mann, Ursula, du blöde Kuh. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ich meine, in dem Fall ist es gut, weil sie ist hier aus der Ecke raus. Hallo, Liebes. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Da du meine Geschenke überreicht hast, muss ich nur noch warten. Ich bin sicher, dass die Dorfbewohner danach Schlange stehen werden, um mit mir Abmachungen zu treffen. Oh. Und vielleicht bekomme ich ja auch eine Medaille für meine Bemühungen. Ja. Das, vielleicht. Ja, ihr seht schon, ich habe Donald schon markiert. Ich muss nur mal eben schauen, am besten hier hinporten. Weil wir haben ja in der letzten Folge, da hinten läuft der, bleib stehen, Donald. Die Kiste darf ich jetzt aber hier nicht stehen lassen. Donald, bleib stehen, ich komme.
Wir haben ja in der letzten Folge angefangen, die Quest mit Sully zu machen. Und da ist Donald noch offen. Oh weh, das ist schwieriger, als ich dachte. Tut mir leid, Gameplayerin, ich bin beschäftigt. Geht es um dein Projekt für den Dorfbewohner des Monats? Ich helfe gern. Oh Mann! Das ist großartig! Okay, hier ist meine Idee. Am schillernden Strand liegt Müll und ich will ihn aufräumen. Könntest du ein paar Fotos von mir bei der Arbeit am Strand machen? Ja, klar, das ist eine tolle Idee. Danke! Auf Wiedersehen! Ja, nix so Wiedersehen. Warte, ich komm mit. Donald, los! Auf! Ich denke, du willst zum Strand. Oh, dann gehe ich halt alleine zum Strand. Mal gucken, ob Donald eventuell mitkommt. Ja, er ist sogar mitgekommen, ja. So. Anscheinend. So. Zack. Machen wir das so. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wenn er jetzt einfach nur daneben steht, aber... neben dem Müll muss ich eins machen. Moment, dann machen wir hier jetzt noch eins. Ach, jetzt dreht die sich wieder dahin. Ja, das ist doch ein schönes Foto. Oder das. Das ist auch ein schönes Foto. Die nehmen wir einfach mal alle. So. Donald. Zeig mal die Fotos. Sie sind ziemlich gut, aber sie könnten ein bisschen Überarbeitung vertragen. Möchtest du, dass ich noch mehr mache? Nein, das mache ich selbst. Ich habe eine viel wichtigere Aufgabe für dich. Als meine Assistentin bist du dafür verantwortlich, den restlichen Müll aufzusammeln. Okay, ich bin schließlich deine Assistentin. Das stimmt. Sully hat gesagt, wir sollen etwas für das Tal tun und Beweise bringen. Genau das tue ich und du hilfst mir dabei. Danke, Gameplayerin. Ja. Ah. Haben wir gerade eine verbesserte Schaufel erhalten? Aha. Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, 2 von 3 kann das sein. Ist hier ein Ei? Hier ist noch eine. Oder von noch mehr. Ich habe absolut keine Ahnung. Man kann es leider nicht lesen. Also in letzter Zeit haben sie sehr oft das Problem, dass die Zahlen so schlecht programmiert sind, dass die in dem Text drin stehen. Ah, hier ist noch eins. Ich weiß auch gerade nicht, warum das hier so am Haken ist. Ich würde mal sagen... So, dass ich vorsichtshalber nochmal speichere. Das habe ich mich gerade getan. Und nicht, dass wir dann wieder rausfliegen, weil letztes Mal hat das auch so komisch gehakt, bevor wir rausgeflogen sind. Ist ja ein neuer Bug mittlerweile bei Disney Dreamlight Valley seit dem letzten Update, dass man öfter mal rausfliegt. Achso, da kriegt man, habe ich jetzt eben noch gar nicht drauf geachtet, aber da kriegt man immer Sand. Warum der jetzt allerdings hier gerade so am Haken ist, ich habe absolut keine Ahnung. Also bis eben lief ja noch alles flüssig, auch bei der Aufnahme und so weiter. Und es passiert ja auch nichts im Hintergrund. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert und entsetzt, dass das so ist. So, wir haben aber trotzdem... Oh, kommt man hier nochmal durch? Wir haben trotzdem irgendwo eins übersehen. Oder es hat sich eins so gut versteckt. Ah, ja, das habe ich nämlich schon gedacht. Und da ist es auch auf der kleinen Insel. Das heißt, meine Vermutung war richtig. Es sind 8 Teile insgesamt. So, Schaufel haben wir ja schon in der Hand. Oh mein Gott, was ist denn hier los heute? Also seit dem Update habe ich das schon mal öfter gehabt, dass das zwischendurch so komisch am Haken ist. Und ich weiß absolut nicht, warum. Wo ist Donald jetzt überhaupt hin? Ja, wo ist er hin? Das ist eine gute Frage. Da. Donald, wo bist du? Ich glaube, er ist sich gerade am Unterhalten oder ist gerade die arme Hexe, die arme Fee hier am Ausmeckern. Da
bist du ja. Tolle Arbeit am schildernden Strand, Gameplayerin. Ja, ich helfe dir gerne. Deshalb bist du bei allen beliebt. Könntest du das Foto bitte zu Sully bringen? Ich hab das doch noch. Er hat's doch gar nicht bekommen. Donald, hast du das Foto bearbeitet? Ach so, ja, er hat's ja bearbeitet. Stimmt ja. So viel Müll gab es am Strand nicht. Das ist dir aufgefallen. Ich hatte einen guten Grund. Ich musste den Müll auffälliger machen, sonst hätte es vielleicht so ausgesehen, als würde ich nur am Strand rumhängen und mich fotografieren lassen. Ja, es ist deine Entscheidung. Richtig. Bring das Foto bitte zu Sully, damit er sich mein Projekt selber ansehen kann. Der im Übrigen hier neben mir steht, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ist das Donald, der am Strand mit einem Haufen gemalten Müll posiert? Nicht alles war unecht. Er hat den echten Müll weggeräumt. Wow, ich bin beeindruckt. Aber weißt du, bei diesem nachbearbeiteten Foto bin ich mir nicht sicher, ob er den Sinn des Wettbewerbs verstanden hat. Danke, dass du ihm geholfen hast, Gameplayerin. Es ist toll, dass du immer für die Leute da bist. Ja, kehre zu Sully zurück. Super, da sind wir ja gerade. Gut gemacht, Gameplayerin. Der erste Wettbewerb des Dorfbewohners des Monats läuft richtig gut. Ich weiß genau, welches Projekt der Gewinner ist. Aber bevor ich den Gewinner preisgebe, muss ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Wie kann ich helfen? Nun, der Gewinner, es ist nicht Mike. Und ich hoffe, du kannst ihm die Nachricht überbringen, am besten schonend. Würdest du das für mich tun? Ja, hast du einen Tipp, wie ich es ihm sagen kann? Mike kann manchmal ziemlich empfindlich sein, also überbringe ihm die Nachricht möglichst schonend und dann halte dich zurück. Er könnte schreien, sogar sehr viel, aber er wird deine Fürsorge zu schätzen wissen. Okay. Mike, ja, hi. Ach, das steht da oben. Hallöchen, Mike. Ich habe nicht so gute Nachrichten für dich. Du und ich, wir haben jetzt Großes vor. Ja, nicht wirklich. Hey, Gameplayerin, sag nichts. Du bist gekommen, um mir zu sagen, dass ich der Dorfbewohner des Monats bin und dass ich meine Dankesrede schreiben sollte. Das war ein Witz, denn ich habe sie schon fertig. Es tut mir leid, Mike. Oh. Danke, dass du mich gewarnt hast, Gameplayerin. Sully hat dich wahrscheinlich gefragt, weil er weiß, dass ich kein Problem damit habe, ihn anzuschreien. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Oh nein. Das nächste Mal werde ich doppelt so hart arbeiten. Beim nächsten Monat wird der Titel mir gehören. Bis bald im Bällebad. Okay. Danke, Leute. Ich bin noch den ganzen Abend hier. Wie hat Mike auf die Nachricht reagiert, dass er nicht gewonnen hat? Ganz ehrlich, das hat ihn nur dazu motiviert, nächsten Monat doppelt so hart zu arbeiten. Puh, was für eine Erleichterung. Nochmals danke, dass du es ihm gesagt hast. Oh, ich habe eine Überraschung für dich. Du bist die Dorfbewohnerin des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist so lieb von dir, aber ich habe nicht mitgemacht. Ein echter Dorfbewohner des Monats hätte die Auszeichnung nie einfach so angestrebt. So eine Person handelt für das Wohl der Gemeinschaft und nicht für ihr Ego. Hat er recht mit. Und nun zum eigentlichen Anlass. Oh. Aha. Bitte platziere diesen Aufsteller für den Preis des Dorfbewohners des Monats im Tal und wir machen es offiziell. Okay. Dann möchte ich das Ganze bei mir im Schloss haben, also vom Schloss haben. Wenn ich schon Dorfbewohnerin des Monats bin, dann möchte ich die Auszeichnung natürlich auch bei mir vor der Tür stehen haben. Wenn ich denn hier irgendwo noch einen Platz finde, heißt das. Es sieht nicht so gut aus. Ich glaube, hier hatte ich die Büsche dann am Ende stehen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Büsche... Oh.
Das geht wieder nur fürs Foto, oder? Oder darf ich das behalten? Moment, ich mach das mal hier hin. So. Ja, geh raus. Ich wollte gerade sagen, können wir da auch ein Bild mitmachen? Muss der jetzt in dem Moment seinen Fuß hochheben? Ach Mann, und wieso steht Mike jetzt dahinter? Den kann man doch gar nicht sehen. So, warte mal. So, wenigstens gucke ich in die Kamera. Ja doch, das ist okay. Er guckt zwar komplett neben die Kamera, er guckt überhaupt gar nicht in die Kamera, er guckt irgendwie über die Kamera. Ich bin so die Einzige, die in die Kamera guckt. Aber ich finde das Bild trotzdem schön. Das nehme ich jetzt als Coverbild. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich das Ding wieder wegstellen musste, weil ich würde es sehr, sehr gerne behalten. Sally, kannst du mir das nicht geben? So als kleines Dankeschön. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Gameplayerin. Du bist ein großes Vorbild für uns alle. Das Tal wäre nicht dasselbe ohne dich. Die Auszeichnung Dorfbewohner des Monats ist mehr als verdient. Ah, ich krieg sie doch. Aber zum Aufhängen, oder? Ich hoffe, dass noch mehr Leute in deine Fußstapfen treten und anfangen, mehr für das Tal zu tun. Oh. Was mich betrifft, so muss ich jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen. Ich liebe diese kleinen Projekte. Ich kann es kaum erwarten, hier noch mehr tolle Sachen zu finden. Ja. Wunderbar. Und dann würde ich einfach mal sagen, da das jetzt doch gar nicht mehr so viel ist, was jetzt noch hinten rangehangen wurde, dass ich die beiden Sachen einfach zusammenschneide, die Folge dann vielleicht ein bisschen länger wird. Aber es lohnt sich nicht, daraus zwei Folgen zu machen. Deswegen habt ihr jetzt das Ganze in einer Folge gesehen. Ja, dann Dankeschön erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es mit der nächsten Quest von Sally weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.